Mal, es kommt auch mit drauf. Nicht da drauf. Okay. Nicht Gehe ich mal auf wieder hier auf meinen meine Abfallteller. Frage. Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, mal wieder ein ganz besonderes Video, weil ich habe hier einen Gast, den lieben Niklas. Was geht? Hallo. Yeah, was geht? Ja, wir haben hier eine coole Überraschung. Willst du es vielleicht sagen? Wir haben nämlich Ein Dörrautomat. einen Dörrautomat für euch, den wir testen. Und falls ihr jetzt noch nicht wisst, was ein Dörrautomat ist, bleibt auf jeden Fall dran. Soll ich ihn jetzt auspacken oder Ja, willst pack du? aus. Ja, wir sind mal gespannt, also der ist echt riesig. Du weißt ja, was ein Dörrautomat ist. Die Alina, Ja. unser Assistent, ist auch schon wieder da. Feine Ali. Wow. Wow. Ich will da rein. Hey, okay, du musst jetzt wirklich helfen, weil der ist nochmal eingepackt. Muss Oha, man der noch ist gar nicht. rausholen. Ich dachte, der wäre die ganze Größe. Da ist die Katze drin. Ja, machen wir da raus. Ja, schnell raus, Ali. Schnell raus. Ja, voll cool. Ein neues Spielzeug für unsere Katzen. Das ist doch mal sehr schön. Okay. So, lieber Niklas, wie Ja. geht's? Wann war das letzte Mal, dass du in meinem Video warst? Ja, schon länger. Ja, bald mal wieder. Boom. So, tust du ihn rausholen oder ich? Ja, Ich welche weiß nicht nicht, wie der da? rausgeht. Ja, rausgucken. Ja, ich freue mich. Das ist übrigens voll der coole, das ist voll das Magic-Teil. So, ich habe ja gesagt, Niklas kann Ja, den tu mal die haben, Schachtel weg. weil der am meisten Trockenfrüchte isst. Gell? Also, warte, ist das falsch? So rum. Gehört der? Achso, Nein, nicht falsch so. rum. So. So. Ja. Da gibt es keine Tür dafür, oder wie? Oder? Doch, die ist doch da Ach vorne. so, Warte, ist ich da. packe noch weiter aus. Ja, der Simba ist jetzt auch schon drin. Oh. Nein, der Simba ist nicht drin, das ist. Ja, ich bin ich. Also, Schatz, was du mal als erstes machen mit dem? Weiß ich nicht. Äpfel, Bananen, Irgendwas. irgendwas. Gibt's Man schon. kann auch Hühnchen damit machen. Ist auch sehr gesund. Getrocknetes Obst. Ja, so Schießt's, geht oder? der auch. Und dann tadadada, wie ein Ofen eigentlich, oder? Du kannst da ja sogar. Das ist schon Blume, oder? Flower. Flower für mit Ja. Menschen. Oder Ach so, ja, sowas. natürlich so Kräuter halt, weißt du, zum Beispiel Tee. Ja, schon. Was Dann ist. Joghurt kann man machen in dem. Also okay, also wir dachten eigentlich ein Dörrautomat, dachte zumindest ich, das sind halt so Apfelringe und Bananen. Aber du kannst hier Ach, machen. Kräuter Aber heißt Herbst Herbst. sind noch Kräuter, Ja. oder? Achso, ja genau, Herbst, Kräuter. Dann kann man also so frittiertes Chicken oder so machen, Meat, Fruit and Fruit Roast, ja, Vegetables, also halt auch Gemüse. Und Joghurt kann man machen, das finde ich cool. Hast du schon mal selber Joghurt gemacht? Muss man mal Ja, ausprobieren. Echt? in der Schule. Ja, da brauchst du doch extra so Joghurtpulver. Geht das Ja, so? voll der Scheiß Geht das gewesen. so rein? Oder bin ich falsch? Achso, so passt das. Das ist schon recht eklig, oder? Ja, das passt Schön doch. geben. Du machst es doch dann zu, pass auf, ich will nur gucken, ob So, das so ja. stimmt. Das. Aber die sind doch Ja, das quadratisch. passt doch. Geht doch zu. Okay. Ich glaube, das reicht nicht. Aber sind das alle? Also genügend? Weil das sind noch viel zu wenig. Hey, das ist ja nicht für jedes Fach. Reicht doch, oder? Okay, also Ja, halt aber da kurz. fehlt doch noch ein Griff, oder nicht? Hier, warte. Das geht so zu hier. So, jetzt. Aber da fehlt doch trotzdem ein Griff hier Ah, vorne. müssen wir den noch hinmachen? Schatz! Ja, Wir haben hast die du noch nicht. Hälfte Da hast du vergessen. noch welche. Hey, hier ohne Spaß, ich hätte es gar nicht gesehen. Hier ist tatsächlich noch der Griff. Und eine Anleitung, ja, das ist doch auch immer cool. Dann Hey. wissen wir, was wir machen können. Ja. Das ist Steingriff hier. Soll ich ihn Ja, auspacken? jetzt muss man das wieder so festmachen. Also, Schatz, dann würde ich sagen, testen wir das coole Teil mal, oder?
Also, wir haben uns jetzt spontan entschieden, das doch auszuprobieren. So, Schatz, jetzt fangen wir an. Hallo, Schatz. Need your help. Okay, so. Also, du machst das jetzt. Und ich bin hier noch. Ich mache was richtig Cooles gerade. Wir haben so einen coolen Kartoffelschäler. Ich tue noch eine Kartoffel mit reingeben. Dann haben wir wie Chips danach. Das ist was richtig Cooles. Ne? Guck mal, es kommt auch mit drauf. Nicht da drauf. Okay. Nicht Gehe ich mal auf wieder hier auf meinen meine Abfallteller. Schale. So, also unsere Ladung ist mal bereit. Ich bin mal gespannt, ob das mit den Kartoffeln was wird, weil normalerweise muss man die ja so in heißem Öl frittieren, würde ich jetzt mal sagen. Aber we will see. Okay, was wählen wir aus oder hast du schon ausgewählt? Es sind 27 Minuten. Oh, wow. Und die Sachen sind fertig. Lecker, lecker, lecker. Frische, selbstgemachte Apfelringe. So, hallihallo, jetzt kommt es zum Live-Test. Ich habe mir hier vorne alles hingelegt, inklusive der Kartoffel. Ich glaube, die schmeckt noch nicht so viel, weil die Kartoffel ist ja nicht gesalzen. Aber hier jetzt einmal die Apfelringe. Also die Apfelringe schmecken mega gut. Ich weiß nicht, ob es am Apfel liegt oder eben an den Ringen, aber die sind richtig gut. Und die Bananen. Die schmeckt ein bisschen wie Kaugummi, die ist noch ein bisschen klebrig, also die ist auch da festgeklebt. Ja, ich glaube, die muss noch ein bisschen länger rein. Insgesamt haben wir die Früchte und die Kartoffel jetzt tatsächlich 3 Stunden rein. Es steht nämlich hier in dem Kochbuch, dass die 3 bis 4 Stunden Früchte reinkommen und generell hier steht mega viel drin. Auch was ich unbedingt machen möchte, so getrocknete Tomaten und dann einlegen in so Öl. Oh mein Gott, das schmeckt richtig gut. Ich sehe gerade hier, ach nee, das ist Ingwer, was die. Toll, Alina. Hallo, bitte aus dem Bild. Was ich auch hier sehe, dass die Ingwer gerade getrocknet haben. Voll interessant. Also man kann da echt richtig viel machen mit so einem Dörrautomat. Und der ist halt richtig cool, weil man bekommt halt richtig viel rein. Also ich sehe hier gerade. Das ist halt zu allem irgendwie eine Alternative, so getrocknetes Zeug. Ich denke, das werden wir auf jeden Fall jetzt öfter machen, wenn wir jetzt so einen Automat besitzen. Dann bekommen wir einfach mega viel rein, weil es sind ja so geile Blechs und so. Und ist auf jeden Fall der Wahnsinn. Wir essen eigentlich abends immer voll gern irgendwas noch so vorm Fernseher oder so. Meistens trinken wir tatsächlich Tee, aber so Trockenfrüchte sind auch mega geil. Ich wollte die Kartoffel ja noch probieren. Irgendwie. Von der Konsistenz her mega geil. Aber ich glaube, mit noch ein bisschen Salz schmeckt es noch besser. Voll krass. Ich finde, es schmeckt eigentlich gar nicht nach Kartoffel mehr. Und es sieht so schön aus. Es sieht echt cool aus. Ich muss euch jetzt hier noch einmal die getrockneten Tomaten zeigen, weil das so geil ausschaut. Ich hoffe mal, dass wir das nachmachen können. Und ja, es ist sehr geil oder hat uns jetzt sehr gefreut, dass wir so einen Dörrautomat testen konnten. Der ist natürlich auch qualitativ echt gut, echt cool. Es geht sehr viel rein und er nimmt euch gar nicht so viel Platz weg. Also wir werden ihn jetzt auch runter in die Küche stellen bei uns, weil er ziemlich schmal ist und nimmt euch nicht so viel Platz weg. Also zumindest weniger als unsere Kaffeemaschine. Und ich finde, das muss was heißen. Ja, also dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch hier irgendwie mal weiterhelfen. Es gibt ja auch noch andere Dörrautomats, aber die haben, also die billigeren haben meistens halt nicht so viele verschiedene Temperatureinstellungen und nicht die Zeiteinstellungen. Man kann ihn auf bis zu 24 Stunden programmieren, was richtig cool ist, weil
dann kann man den einfach selbstständig das machen lassen. Und bei so anderen, da muss man immer aufpassen. Also wir haben noch so einen, oder meine Eltern haben noch so einen so mit Plastik, kann man auch stapeln, aber der ist schon echt cool, auch mit den Racks einfach, die man da rausziehen kann. Und man bekommt dann einfach echt viel rein. Also wir werden da jetzt auf jeden Fall noch ein paar Ladungen mal vorproduzieren und dann haben wir was für die Zukunft. Was ja auch voll lecker ist, so getrocknete Erdbeeren. Habt ihr sowas schon mal gegessen? Ey, das kann man kaufen, das ist richtig teuer im Laden. Schmeckt aber richtig gut, kann man auch eben ins Müsli reintun oder so. Oder einfach so essen. Ich sag euch, das Erdbeere, das schmeckt richtig gut. Also da haben wir nämlich letztens mal gekaufte probiert und die waren richtig lecker. Ja. Genau, aber ab jetzt können wir das selber machen. Dann vielen lieben Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Willst du hier einen Apfelring probieren? Natürlich. Ha. Sehr passend, dass du gekommen bist. Das schmeckt aber gut. Also, wenn euch das Video gefallen hat, würden wir oder ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, ich verlinke euch den Dörrautomat in der Infobeschreibung und dann könnt ihr einfach vorbeischauen. Und meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Travel-Vlog. Und ich kann jetzt verraten, auch wo es hingeht. Es geht nach Kanada. Also, ich würde sagen, bis dann. Tschüss.